Und was mal durchkam, war dann die Beute von Oliver Adler. 38 Jahre, ein Riesenpotenzial, viel Erfahrung, der Keeper des KSV Hessen-Kassel, Thorsten Bauer. Diese langen Bälle gab es häufig auf Bauer, den Funkturm in der Mitte, und der verteilte dann. Daniel Bayer. Unermüdlich. Die Idee mit dem zweiten Pfosten war gut, aber der Ball dann doch zu lang. Und diese Fans, die muss man sich erarbeiten. 7500 wie ein Mann hinter ihrem Team. Und das ist gar keine Frage, die gelten hier, auch wenn sie zu Hause spielen, natürlich als Außenseiter. Und da wehren sie sich zum ersten Mal, ja. Auch eine neue Erfahrung, gelbe Karte für den Youngster, für Jan Fiese. Ja, klar, will er nicht wahrhaben, ist aber so. Fuß stehen lassen, schön rausgeholt, natürlich auch mitgeholfen. Und dann war es das schon, erster Durchgang, und das ist Team Spirit. Oliver Adler mit Daniel Bayer, der natürlich eine Chance hätte verwandeln müssen. Aber vielleicht nimmt er sich diesen Ratschlag zu Herzen für den zweiten Durchgang. Gute Laune in Kassel, auch der gute Laune Löwe der Weltmeisterschaft, Goleo und Pille, dekoriert mit dem Schal. Grinsend in den zweiten Durchgang, 0:0 nach 45 Minuten, das ist doch schon mal was. Thorsten Bauer jetzt auf die Flügel ausgewichen. Und Bayer, der hatte richtig Spaß am Spiel. Nicht nur links, nein, nein, der kann auch anders. Thorsten Bauer, der Mann kann nicht nur knipsen. Und hier etwas zu energischer Einsatz. Matthias Hamann. Wo hat er schon überall Fußball gespielt? Und erfolgreich zudem. Zum Beispiel beim FCK 1860 und Bayern. 59 Bundesligaspiele, 10-mal UEFA Cup. Und irgendwie will er nicht in der dritten Liga bleiben. Er denkt perspektivisch für seinen KSV Hessen-Kassel. Und Bayer einmal zu sehr gearbeitet. Und auch diese gelbe Karte geht in Ordnung. Und warum er gelb bekommt, sehen wir hier. Da liegt er, und dann tritt er, und dann bleibt dem Schiri nichts anderes übrig, als hier natürlich bei dem Foul gegen Matthias Keller gelb zu ziehen. Wieder Bauer. Die ewige Anspielstation nach vorne. Und der nächste Versuch. Marc Arnold, ganz wichtiger Mann, ebenfalls ein Routinier, hat schon beim BVB gespielt. Und nicht nur das, der ist sogar deutscher Meister. Und da sieht man noch, dass natürlich auch hier ein wenig die Abstimmung fehlt. Sie sind eingespielt, die Kassler, keine Frage, aber dieser Ball von Theber, der hätte genauso gut reingehen können. Und wenn die Kräfte so ein bisschen nachlassen, dann gibt es ja noch diese Herrschaften und Damen. Bauer zum Ersten, Bayer, Tor, 56 Minuten gespielt, sein erster Treffer in der Regionalliga Süd. Nein, er ist nicht der Torschütze vom Dienst. Ha, und da macht er viele, 7500, glücklich. Die Entstehung. Erst einmal nach vorne das alte Prinzip Turgay Gölbaschi. Dann Kopfballduell Thorsten Bauer zum Ersten, zum Zweiten, den gewinnt er. Das ist der U19-Nationalspieler. Bayer einfach drauf. Der Tunnel hilft. Da stimmt es dahinter in der Deckung der Hoffenheimer überhaupt nicht. Abstimmungsprobleme. Hier Fehler vom rechten Verteidiger. Bayer! 1:0 Kassel. Und so erlebt es Ralf Rangnick. Auch der sieht natürlich die Abwehrfehler. Und da kommt der Professor so langsam ins Grübeln. Will er gehen? Nein, ihm wurde nur kalt. Leichter Regen jetzt im zweiten Durchgang im Aue-Stadion. Doppelwechsel veranlasst von Ralf Rangnick. Es kamen Blessin und Paljic. Die sollen jetzt
für mehr Druck sorgen. Das war eigentlich kein Foul, das war energischer Einsatz, aber die Füße vorm Ball, also Freistoß trotzdem. Und der ist nur wenig gefährlich. Dieser Versuch von Mario Göttlicher. Und Oliver Adler, die Körpersprache, der hat Routine, der sieht, der Ball geht natürlich rüber. Michael Mason geht, Julio Cesar da Rosa kommt. Knappe halbe Stunde noch zu spielen. Noch mit Trainingsrückstand der Brasilianer, aber ein eminent wichtiger Mann in Sachen Konterspiel. Und darauf verlegten sich jetzt natürlich die Hausherren aus Kassel. Kostprobe hier, voller Einsatz. Daniel Bayer, der hat die zweite Luft. Sein Tor verleiht ihm Flügel. Und dann hat er ihn, den Freistoß, den wollte er auch. Solche Aktionen jetzt eminent wichtig. Das bringt Entlastung. Marc Arnold zuständig für jeden Standard. Groß, der kam ja etwas später in der 26. Minute, aber da sieht man, da fehlt auch ein bisschen jetzt die Kraft. Tja, und die Hoffenheimer Fans, ihren Humor haben sie nicht verloren, aber zufrieden können sie nicht sein, die Mitgereisten. Mit diesem 1:0 für den KSV Hessen-Kassel. Ich sag's gerne nochmal, die sind Aufsteiger und Außenseiter und führen immer noch. Noch einmal eine Routine-Show des Oliver Adler. Arme nach vorne gestreckt. Und dann gab's den verdienten Applaus für den Torschützen Daniel Bayer. Und für ihn kommt Kim Schwager, noch so ein Youngster. Im Trikot des KSV Hessen-Kassel. Die Brechstange, die musste es jetzt irgendwie richten für die TSG Hoffenheim. Oliver Adler ganz cool, noch mit dem Plausch mit dem Schiri-Assistenten. Will sich nur vergewissern, war keiner mehr dran, also Abstoß. Was für ein Rückhalt. Nicht nur der Keeper, sondern auch die Fans des KSV Hessen-Kassel. Das Aue-Stadion, eine Spaßbude hier oben im Norden Hessens. Thorsten Bauer, der doppelte Doppelkopf. Seine Gelegenheit, zweimal hat er schon getroffen gegen die kleinen Bayern. Hier nicht. Aber wie leicht ist diese Hoffenheimer Abwehr auszuhebeln. Ein langer Ball, Unkonzentriertheit und Thorsten Bauer fasst das 2:0. Nochmal Kassel. Thorsten Bauer, jetzt lang ist er, aber dreht.